5000% in nur 12 Monaten. Das sind die versteckten Märkte, die keiner kennt. Extrem spannendes Video. Direkt Daumen nach oben, Kanal abonnieren und unbedingt dranbleiben, denn hier geht es um richtig viel Geld. Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Keine Sorge, das ist kein Clickbait, das ist kein Mist, den ich dementsprechend euch heute erzähle. Es geht wirklich jetzt um Märkte, die da draußen noch fast keiner kennt. Es geht nicht um irgendwelche Meme-Coin, Krypto, Spekulationsinvestitionen, wo du all dein Geld verlierst, sondern um wirkliche Märkte und reale Beispiele, wo sowas möglich gemacht wurde, in 12 Monaten, teilweise sogar kürzer, 5000 und mehr Prozent zu machen und das teilweise mit geringen Investments von nur $50, teilweise sogar weniger als $50. Das klingt alles so schön, um wahr zu sein. Als ich darüber die erste Information bekam, war ich erstmal auch so, hä, wie soll das dementsprechend funktionieren? Aber es macht alles Sinn. Und das werde ich euch alles heute in dem Video erklären. Und generell, wenn du dich dafür interessierst, mehr Geld zu haben, dann lade dir die Mehr Geld Academy aus der Videobeschreibung runter. Du hast hier einen Wert von 1400, bekommst das Ganze für nur 1 €. Lade sie dir auf jeden Fall runter. Wir haben schon so viel Feedback an der Stelle bekommen, dass es Menschen weitergeholfen hat. Und das ist eben auch mein Anspruch. Wenn du viel Geld dementsprechend machst, hast du mehr Investmentkapital, bist finanziell besser aufgestellt. Und genau um das Kapital abzusichern, haben wir hier Immobilienprojekte in Bali, wo wir auch regelmäßig Webinare machen, wo du alle Informationen tanken kannst. Nun haben wir aber genug in eigener Sache dementsprechend gesprochen. Nun kommen wir wirklich zu der Möglichkeit, wie man solche exorbitanten Profits machen kann. Und das Geschäftsmodell bzw. die Möglichkeit ist Domain Flipping. Was ist denn Domain Flipping? Grundsätzlich, man sichert sich eine Internetseite für einen extrem günstigen Preis, teilweise sogar kostenlos, und verkauft diese später zu einem deutlich höheren Preis weiter, sobald die Nachfrage daher natürlich steigt. Ihr könnt euch das quasi vorstellen, wenn man hier vor 20, 30 Jahren in Bali sich Land gekauft hätte, da hättest du für 100 Quadratmeter vielleicht ein paar 1000 € in der Haupttourismus-Area bezahlt. Heute zahlst du in den Haupttourismus-Area, Seminyak, Canggu, teilweise 100.000 und mehr für 100 Quadratmeter. In Lovina im Norden Balis, wo wir jetzt gerade ein Retreat- und Wellness-Center bauen, das würde ich an der Stelle gerne mal zeigen, da sind zum Beispiel aktuelle Landkosten für 100 Quadratmeter bei ca. $3000. Und jetzt, wo der neue Flughafen im Norden Balis gebaut wird, spekulieren wir natürlich auch, dass die Kosten relativ schnell dort eben auch auf 15.000, 20.000 steigen und so der Landpreis sich auch vervielfacht. Aber dafür braucht man natürlich wieder ein bisschen mehr Kapital bei so einer Domain. Da kann man sich teilweise eine Domain für 5, 6, 7, 8, 9 Dollar eben sichern, nur dass ihr mal ungefähr einen Vergleich habt, vor dem ich hier spreche. Und vielleicht denkt der ein oder andere von euch jetzt, ja, Domains, das ist doch ein komplett gesättigter Markt. Kannst du und gar nicht. Domains sind heutzutage wertvoller denn je. Zum Beispiel voice.com. Voice, also Englisch für Stimme.com. Die hat sich jemand kostenfrei gesichert. Was denkt ihr, für wie viel wurde sie verkauft? 30 Millionen US-Dollar. Jemand hat frühzeitig sich diese Domain gesichert, kostenlos, und hat sie für 30 Millionen. Er ist finanziell komplett frei geworden. Er hat mehr Geld damit verdient, als die meisten Lottowinner bekommen haben, weil er frühzeitig sich eine Seite gesichert hat. Kostenlos. Klar, das ist jetzt natürlich ein absolutes Ausnahmeszenario, ja? Aber es gibt genug weitere Beispiele. Zum Beispiel jetzt vor kurzem. Kamala Harris ist jetzt die neue US-Präsidentschaftskandidatin. Und es hat sich jemand die Domain harriswiles.com für 9 Dollar gesichert. Er hat sie für 15.000 Dollar weiterverkauft. Klar, diese hat er in 2020, also er hat sehr, sehr vorausschauend dementsprechend eben gedacht. Und jetzt, 4 Jahre später, hat er eben diesen riesigen Profit eingefahren. Und gegebenenfalls fragst du dich jetzt auch, warum zahlen Unternehmen solche hohen Summen nur für eine Domain? Ganz einfach, die Domain ist oft der erste Eindruck. Zum Beispiel wir von der Bali Invest, baliinvest.com. Wie viele Menschen wollen in Bali investieren? Es ist der lukrativste Immobilienmarkt der Welt. Und die Domain baliinvest.com war schon besetzt. Wir konnten uns die nicht kostenlos holen. Sie wurde für $2000 angeboten. Wir haben gesagt, so okay, wir investieren das Geld. Wir waren bereit, $3000 für diese Website zu bezahlen, weil dadurch natürlich die super Aufmerksamkeit, wenn Leute sagen, boah, ich will mal in Bali investieren, Bali Invest. Genau der Name unserer Firma. Das bringt uns Aufmerksamkeit. Das wird uns long-term gesehen mehr Geld einbringen, als wir letztendlich dafür ausgegeben haben. In 2017 hat sich jemand für ein paar Dollar die Website nftmarketplace.com gesichert. Im Jahr 2017 gab es schon Krypto. Es war nicht so im Mainstream wie heutzutage. NFTs waren noch weniger bekannt. Da hat jemand gesagt so, weißt du was?
Früher oder später kommt das eh mehr in den Mainstream. Ich sichere mir mal die Domain. Heute, 2024, Staaten akzeptieren Kryptowährungen. Krypto kommt in den Mainstream. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, geht in den Markt rein. Es wird kompletter Mainstream. Und NFTs bekommen immer mehr an Anwendung, gerade im Real-World-Asset-Bereich. Und heute kann diese Website für mehrere 10.000 Dollar verkauft werden. Das sind leicht mal 5.000%, wenn nicht sogar deutlich, deutlich mehr. So, nun ist aber die Frage für dich. Wie steigt man ein? Wie sind deine ersten Schritte in diesem Businessmodell? Und wenn der Mehrwert bis jetzt schon für dich groß war, wenn du sagst, ey, pass auf, cool, dass ich darauf aufmerksam geworden bin, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dann lass auf jeden Fall mal ein Like da und natürlich gerne auch hier einen Kommentar rein, sowie diesen Kanal abonnieren. Grundsätzlich, wie starten wir? Ihr braucht ein bisschen Kapital. Sagen wir mal 100 bis 200 Dollar. Da sollten die meisten von euch hoffentlich dementsprechend irgendwo noch zusammenbekommen, dass man ein kleines Budget dementsprechend am Anfang mal da hat. Weil na klar, wir wollen uns mehrere vielversprechende Domains sichern. Wir wollen nicht sagen, ey, das ist jetzt mein Tipp, da setze ich alles drauf. Wie beim Investieren, du diversifizierst. Du kaufst dir gegebenenfalls 10 bis 20 bis 30 verschiedene Domains. Die meisten von denen sind sowieso kostenfrei oder kosten nicht nur ein paar Dollar. Nun ist natürlich deine wichtigste Fähigkeit, Trends frühzeitig zu erkennen. Das könnten neue Technologien, aufstrebende Branchen oder eben auch populäre Begriffe sein. Du musst dir jetzt da nicht stundenlang sitzen und dir selber Gedanken machen und dir den Kopf füllen. Rede mit deiner künstlichen Intelligenz, rede mit ChatGPT, frag ihn, was sind aufstrebende Branchen. Der durchsucht direkt das ganze Internet. Du musst dein Brain nicht mehr selber benutzen. Du hast ein super Brain und das nennt sich ChatGPT. Wenn du jetzt zum Beispiel weißt, dass Web3, ja, Krypto, Blockchain oder eben künstliche Intelligenz ein Riesentrend ist in der Zukunft, dann würde ich mir Domains in diesem Bereich suchen. Wie zum Beispiel All Home Solutions oder Web3 Business Platforms. Timing ist entscheidend. Nicht einfach blind irgendwas dementsprechend kaufen, sondern wirklich Märkte recherchieren, Trends recherchieren und wirklich Domains kaufen, die Zukunftspotenzial haben. So, was ist nun der nächste wichtige Punkt? Geduld und das richtige Timing, ganz klar. Oft dauert es dann wirklich Monate, wenn nicht sogar ein Jahr oder mehrere Jahre, bis die Domain eben erheblich an Wert gestiegen ist und du dann eben deinen riesigen Profit dort rausziehen kannst. Der Traum ohne jeglichen Einsatz, wird dieser Glücksfall bei Voice.com am Anfang reich sein, wird es sicherlich auch geben, ist aber die Ausnahme generell. Wenn du finanziell erfolgreich werden willst, dann investier so viel wie möglich. Zeit, Geld, Energie. Und das ist eine von vielen Möglichkeiten. Und wenn du willst, dass ich euch noch mehr solcher Möglichkeiten vorstelle, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Hashtag Geld verdienen, Hashtag Erfolg, was auch immer. Hauptsache wir pushen in die Reichweite nach vorne. Abonnieren den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns schon bald beim nächsten Video.